So, heute kommen wir mal zu einer kleinen Bastelstunde. Entschuldigt bitte meine Stimmlage, ich bin ein bisschen erkältet. Klassische Männergrippe. Und zwar habe ich am Donnerstag einige Ersatzteile für meine CZ75 bestellt. Und die möchte ich heute einbauen. Und zwar hatte ich diverse Ladehemmungen. Und ich sag mal, nach 30 Jahren Waffenalter können durchaus diverse Federn ausgelahmt sein. Und die habe ich dann direkt bei CZ in Tschechei bestellt. Und wollen jetzt mal anfangen zu tauschen. So. Bestellt habe ich einmal die Hammerfeder inklusive einer Schlagbolzenfeder. Ich habe bestellt, weil ich ein Wechselsystem noch habe, zwei Rückholfedern. Und damit ich auch eine in Reserve habe, zwei Abzugsfedern. Und die wollen wir jetzt alle tauschen. Das heißt, es wird jetzt auch einen kleinen Moment dauern, das Ganze. So. Ihr kennt ja das Spiel, es ist kein Magazin drin. Waffe ist entladen. So, wir fangen damit an, nehmen den Schlitten runter. Das ist alles wie gehabt. Nehmen schon direkt die alte Rückholfeder und legen sie beiseite. So, dann nehmen wir mal die Griffschale runter. Das muss sein, damit ich die Hammerfeder austauschen kann. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu quatschen. Guckt einfach nur zu. Und da, wo es erforderlich ist, dann quatsche ich auch. Um jetzt die Hammerfeder zu tauschen, müssen wir dieses Teil hier rein runterdrücken. Dazu einfach hinten drauf. Und dann können wir schon mit einem Durchschlag den Bolzen rausschieben. Dann können wir auch diese nehmen und zu der alten dazulegen. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Spezialwerkzeug. Spezialwerkzeug in der Form, dass ich eine Büroklammer benötige, um den Sicherungshebel rauszunehmen. So, und zwar ist hier, sind hier zwei Löcher. In das hintere Loch kommt die Büroklammer rein. Dann drücke ich langsam nach oben, dann merke ich schon, dass diese nach unten rutscht. Ich zeige euch auch gleich, wozu wir das benötigen. So, dann können wir diese kleine Feder hier oben vom Unterbrecher und hier können wir dann rausziehen. Jetzt. So, Grund, dass man dieses Spezialwerkzeug braucht, ist dieses kleine Plättchen hier drin, was in der Feder drin ist. Wenn das wegfliegt, pro Mahlzeit, ist mir schon mal passiert, da brauchst du eine halbe Ewigkeit, um das wieder reinzufriemeln. So, dann kommt auch schon dieses Teil hier raus. Das ist der Auswerfer inklusive der Fangklinke. Legen wir auch schon beiseite. Und das ist die Feder, mit der wir letzten Endes anfangen. So, dazu drücken wir den Stift vom Abzug raus. Und dann können wir die Abzugsfeder schon nehmen, legen sie ebenfalls für den alten hin und den Abzug rausziehen. Eine solche Demontage bietet sich immer ganz gut an, um einfach mal dorthin zu kommen, wo man sonst nicht hinkommt, weil die Waffe in zusammengebautem Zustand nicht zugänglich ist in den Bereichen. Das heißt, man kann mal mit dem Lappen mal ein bisschen runterwischen. So, also, um die Abzugsfeder einzusetzen, brauchen wir einen sogenannten Substitute-Pin. Ein Substitute-Pin ist nichts weiter als ein Ersatzstift. Ich benutze dafür jetzt zum Beispiel ein Stückchen Zahnstocher, weil ich passend geschnitten habe. Und das bedeutet, wir setzen jetzt die Feder ein. Ist ein bisschen gefummelt.
seht ihr, der Zahnstocher ist jetzt da drin. Er sitzt weitestgehend hier bündig links und rechts, dass der Abzug wieder eingesetzt werden kann. Und der wird dann beim Zusammenbau wieder weggeschoben. Jetzt ist er drin. So. Jetzt schieben wir den Abzug vor. Ziehen ihn hier auch zeitgleich runter. Halten ihn unter Spannung. Müssen natürlich gucken, dass wir jetzt hier mit den Löchern überall soweit übereinstimmen. Dann nehmen wir den Abzugshaltestift, setzen den ein und klopfen mit ihm diesen Ersatzstift hier letzten Endes mit raus. Und damit ist die Feder dort, wo sie sein soll. Sitz passt, wackelt und hat selbstredend Luft. Schon ein bisschen strammer geworden jetzt. So. Als nächstes setzen wir wieder das Schlossstück ein. So, das gehen wir zur Abwechslung mal direkt und schnell. Gucken, dass die Feder da hinten wieder in dem in dieser kleinen Nut drin ist. Jo. So, dann kommt die Hammerfeder. So, die Hammerfeder drauf. Das ist dann schon ein bisschen verdreht. So, drücken wir es wieder ein bisschen rein. So, damit ist die Hahnfeder wieder verbaut. Dann können wir auch schon die Griffschalen wieder montieren. Fühlt sich gut an. So. Dann brauchen wir Glykolfeder. Da gibt es eine enge Seite und eine weite Seite. Die enge Seite kommt da hinten. So. Wir haben die neue Verschlusshaubfeder drin. Dann können wir die auch ein bisschen Schmierung drauf. LCP.
So, damit dürfte ich mit dem Abzug auch wieder die 1000 Gramm halten können. So, und das war's. Die Schlagbolzenfeder ist nicht die richtige, das ist aber nicht weiter schlimm. Dafür haben wir alles andere getauscht, was von Relevanz ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinn, macht's mal gut.